fuck schon mal mit Dynamite. Let's surprise them in there. Okay. Let's get a little closer. Ready? Let's get this over with. Moin moin meine Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Das Monkey SE. Wie ihr seht, wir müssen hier schleichen. Ich würde sagen, wir nehmen mal die mit den Giftpfeilen. Wir hätten auch Dynamit nehmen können. Ich wollte euch die krasse Szene aber nicht enthalten, vorenthalten, ahnt mal. Wie übel, Alter. Heftig, ne? Schön mit Giftpfeile. Die Giftpfeile und die Explosivmunition übrigens kriegt ihr beim Healer. Immer schön plündern. Sehen aber auch heftig aus, ey. Oh, da ist noch einer. Okay, den haben wir auch. So, dann gucken wir mal, dass wir uns nochmal anschleichen. Da sind bestimmt noch ein paar. Ich glaube, hier ist diese geraubte Postkutsche oder was das ist. Aber wie heftig gemacht, ne? Oh, ich glaube, da wird irgendwie eine Frau gelünscht oder so. Mal gucken, wo sie ist. Ich glaube... Da. Alter, scheiße. Ich habe mich nicht erwischt. Geht nicht anders. Scheiße. Wo ist der Angel? War da noch einer? Kacke. Wir müssen ein bisschen... Nein. 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 Scheiße, hol ihn denn. Was mache ich denn? Nein! Okay, den. Ja, jetzt bin ich hier leider so ein bisschen in eine Falle geraten. Ihr seht, scheiße! Kann passieren. Ich war ein bisschen unachtsam. Kacke. Vielleicht hätte ich eine andere Waffe nehmen sollen. Ich muss mir das Video selber noch mal angucken. Ich weiß jetzt gar nicht, woran es gelegen hat, wenn ich ehrlich bin. Wie viele normale Pfeile habe ich überhaupt noch? Ja gut, über 40, alles klar. Ich glaube, der Pfeil hatte nicht richtig gesessen oder so, ne? Ja, wir versuchen es noch mal. Ich habe jetzt das Schleichen gewählt. Wir hätten auch Dynamit nehmen können. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Aber was ich halt so heftig finde hier mit dem... Typen, Alter. So voll mit dem Kopf und dem Körper und die haben ihn richtig aufgespießt und richtig gestört gemacht, ey. Zack. Der hat gesessen. Okay, weiter geht's. Jetzt müssen echt alle Pfeile sitzen, ey. Ich glaube, ich hatte mir eben irgendwie so einen ätzenden Punkt gesucht, ey. Gucken, ob wir den von hier kriegen können.
Alter, wo ist er denn? Von hier oben sieht man den gar nicht, ne? Da ist er. Kann ich den von hier erwischen mit dem Pfeil? Nein. Wir müssen den von hier irgendwo kriegen. Ganz vorsichtig. Jetzt haben wir ihn. Okay, wo ist der zweite? Da. Scheiße, er lebt noch. Jetzt. Okay, jetzt haben wir sie. Ja, kommen bestimmt noch mehr. Meine Pfeile habe ich wieder. Ich glaube sogar die Giftpfeile. Ja, wo ist der nächste? Vorne müssen sie irgendwo sein. Alter, da hinten sind sogar noch richtig viele. Boah, und die Musik dazu, ey. Ich glaube, ab hier wäre es, glaube ich, gleich schlauer, eine Knarre zu nehmen, eine gute, ey. Ja, Knarre. Das ist übrigens die mit Explosivgeschoss, ne? Wo ist er? Da. Boah, habt ihr das gesehen? Geile Munition, ne? Ahnt ihr, Kopf gleich sofort weg und so. Die ist so heftig, die Munition. Aber ich muss mal ganz kurz, ich weiß ja nicht, was hier noch so kommt, mein Dead Eye auffüllen. Ja, wir nehmen das einfach mal. Einer wird dann nämlich noch kommen. Wenn nicht sogar noch mehr, Alter. Ich glaube, hier kommen noch einige. Aber wie ihr seht, die Munition ist echt übel. Boom. Ein Schuss weg. Hier kann man richtig plündern jetzt. Vielleicht das, was wir verbraucht haben, wieder mitnehmen. Ja, geht ja los. Mach in Ruhe. Ich weiß doch, ich bin Gierlappen, Alter. Charles, entspann dich. Ich bin Gierlapp. Ich muss nehmen, was wir nehmen können. Ach, jetzt aber selber. Ne? Jetzt willst du auch was vom Kuchen abhaben. Ne? Das war so klar, Charles. Ey. Gönn mir doch. Charles, was ist los mit dir? Du brauchst das eh nicht. Also gönn mir. So. Okay, da ist noch einer. Wo ist er? Da ist er. Yeah. Ahnt ihr die Munition? Die ist so geil. Da macht man ja fast gar nicht mehr plündern, ey. Gönnt euch die Munition, die ist der Oberhammer. Na, Mäuschen, was machst du denn da drin? Manometer. Wir tun dir nichts. Du bist bestimmt mega missbraucht worden, ne? Wir tun dir nichts. Ach, Mäuschen, entspann dich. Dir will keiner an den Arsch. Wir wollen dir nur helfen. Ah, es ist in Ordnung. Bleib ruhig. Du hast schlimme Sachen erlebt. Es hat bestimmt auch wehgetan mit den Monstern. Aber wir tun dir nichts. Wir holen dich hier raus. Bleib cool. Bleib cool. Hinterher kannst du so lange duschen, wie du willst. Aber wir müssen jetzt hier gehen. Sonst wärst du hier verrecken. Gehen wir. Los. Auf geht's. Folg uns. Wir bringen dich hier raus. Und bleib in Deckung. Gleich geht bestimmt noch mehr Gemetzel los. So. Die sieht auch leicht verstört aus, würde ich sagen. Mein Arthur sieht auch leicht verstört aus im Moment.
Ja, er ist krank. Seit Kapitel 4, seit auf Kapitel 5 ist er leider krank. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir sie hier rausgebracht kriegen. Bewaffne mich zur Sicherheit lieber nochmal. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir sie hier in Sicherheit bringen, das Mäuschen. Er weiß, was sie da erlebt hat mit den Monstern. Ihr geht's auf jeden Fall nicht besonders gut. Denkt mal, sie ist mies missbraucht worden. Man hat ja gesehen, was das für perverse Schweine waren, ne? Alleine schon, dass da der Kopf aufgespießt war und was weiß ich nicht, was alles. Aber jetzt ist hier Sicherheit. Meredith, wir bringen dich in Sicherheit. Ab jetzt gehörst du mir. Sie in Sicherheit und jetzt wird ihr nichts mehr passieren. Oh, 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 wo holst du denn dein Pferd? Dann gucken wir mal, wo wir sie hinbringen müssen. Vollbremsung. Okay. Gerade noch bekommen die Kurve. Auf geht's, Pferd. Ja, das Pferd gehört nicht mir. Das dürfen wir uns hier irgendwie ausleihen. So, ich würde sagen, wir sind da. Schön, guck, jetzt hat sie ihre Mama wieder. Sie hat sich bestimmt schon mega Sorgen gemacht. Ja, das kriegen wir. Annehmen, ablehnen. Ach, wir nehmen einfach mal an. Hat sie jetzt nicht mitgerechnet? Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Hätte ich sonst auch nicht gemacht, aber mal gucken. Warum nicht? Kann ja auch nicht jeden Job und Job machen, ne? Alles umsonst geht ja auch nicht. Ups. Was? Ich hab Reis gemacht, Kollege. Habe ich dir den Fick versaut oder was? Kann wohl nicht angehen. So, außer, dann bringen wir das Pferd zurück. Das gehört nämlich nicht uns. Und dann wollen wir bald mal sehen, dass wir unseren guten Freund aus dem Knast befreien, ne? Heißluftballon sind wir ja schon geflogen. Und dann gucken wir mal, dass wir den da bald befreit kriegen. I found our old friend Mr. Cornwall. Aber es ist einfach so geil gemacht. Einfach nur geil. Mega geil. Schade, dass ich nicht die PlayStation Pro habe. Ich glaube, darüber würde das noch geiler kommen. Aber mal gucken. Weihnachten steht ja vor der Tür. Vielleicht gönne ich mir die zu Weihnachten. Ich glaube, darüber ist die Grafik noch eine Nummer geiler. Das ist ja schon echt geil. Aber ich glaube, über die Pro ist noch geiler. Außerdem, gerade weil ich ja auch gerne Videos und sowas mache, ist das, glaube ich, schon eine gute Anschaffung. Oh. Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard! Go on, shoot me! She ain't worth it. You told on me! Oh, you betrayed so now, me! Why? Calm down.
Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. Oh. Hurry, Your Majesty. You. Das hasse ich jetzt davon, du Schlampe. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your so, ab an die Arbeit, bring die Alte weg. Ab aus meinen Augen. So eine V-Mann-Alte wollen wir hier nicht im Lager haben. So, meine Freunde. Es beginnt Kapitel 6. Haha, geil. Wie mega geil. Ahnt ihr, wie schöne Bilder? Heftig geil gemacht, ne? So, und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder in Kapitel 6. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer das Monkey SE. Peace und haut rein.